Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Armored Warfare zusammen mit einem Rio und heute mal eine Anmoderation direkt im Spiel. Wupp wupp. Ja, ist mal was anderes. Denn allzu viel gibt es zu dem Panzer, zumindest im Vergleich mit den anderen, gar nicht so zu sagen. Und das hatte ich das letzte Mal ja schon mal kurz gemacht. Der T90 MS hat beispielsweise im Vergleich zum M1A2 und dem Challenger 2 in Anführungszeichen nur eine normale Verbundpanzerung. Das bedeutet keine Reaktiv- bzw. am Turm hat eine nicht-explosive Reaktivpanzerung, soweit ich mich recht entsinne. Und ich sollte mal gucken, dass ich mich schleunigst so hinbewege, dass ich nicht befeuert werden kann. Ansonsten an der Wanne hat er eine relativ klassische Verbundpanzerung. Der Turm, also erstmal sieht er mega fett aus. Und eigentlich das Besondere an diesem Panzer ist die Tatsache, dass er quasi, ja, eine kleine fahrende Waffenkammer ist. Also normale Wuchtgeschosse, HE-Geschosse, Heatgeschosse, Raketen, alles mit dabei, was das Herz begehrt. Modultreffer auf dem XM6, das ist natürlich auch sehr interessant. Naja gut, wir werden mal runterfahren in Richtung Städele. Und ja, hier unten sieht man es schon. Wir haben beispielsweise Tandem-ATGMs, die haben einen unfassbar hohen Schaden und eine Durchschlagskraft, die auch nicht ohne ist. Man sollte natürlich gucken, dass man die nur in, ja, also nicht auch von allzu großer Entfernung einsetzt. Zwar verliert die keine Durchschlagskraft, aber eine Rakete ist halt eine Rakete und kein ballistisches Wuchtgeschoss oder kein ballistisches Geschoss. Doch, es ist ein ballistisches Geschoss, klar, ein ballistischer Flugkörper. Aber trotzdem ist die Flugzeit natürlich geringer als bei einer normalen Granate. So, und das sind auch drahtgelenkte Geschosse, das heißt, ich halte zum Feuern und muss die Rakete dann auch ins Ziel lenken. Das werden wir auch gleich tun. Ich werde, wie gesagt, mal da unten hinfahren, da wo die sich gerade tummeln, denn die brauchen dort dringend Hilfe, habe ich den Eindruck. Bin schon wieder offen. Also schauen wir mal, dass ich denen da vielleicht zu Hilfe kommen kann. Sieht alles andere als gut aus. Ich hätte vielleicht auch mit ihnen in die Stadt fahren sollen. Schade drum. Ui, ui, ui. Jetzt fahre ich wahrscheinlich mitten ins Getümmel und gehe drauf. Ich muss einmal hier eben rumfahren. Oh, die sterben hier alle. So ein Dreckmist. Ich fahre jetzt hinten einfach mal auf den Challenger. Oder auch doch nicht. Bumm. Ich nehme natürlich wieder normale Munitionskopsel. Ich fahre jetzt alle darüber. Hi, Challenge. Er fährt weg. Prinzipiell würde ich jetzt schon ganz gerne auf den Challenger fahren. Das tun wir jetzt auch einfach mal. Aua. Das tat ein bisschen weh. Oh oh. Er hat mir schon wieder die Kette abgeschossen. Gibt's ja einfach nicht. Manchmal fragt man sich da auch, was die so machen, ne? So, mal kurz neu sortieren. Och, der ist geplatzt. Hervorragend. Wir wählen einfach mal eine Rakete als nächstes aus. Und ja, bei mir ist alles kaputt. Als Gegner haben wir noch einen T90 MS. Wir haben noch einen BMPT unterwegs, einen XM8. Wir selbst sind, wie gesagt, gar nicht mehr so gesund. Ich würde ganz gerne wissen, wo der T90 MS ist. Da ist er. Rakete reicht also für ihn. Eigentlich wird auch ein normales Geschoss für ihn reichen. Wie gesagt, wir haben einen unfassbar hohen
Schadensoutput mit diesem Gerät hier. Der T90MS hat wirklich, ist wirklich sehr gut bewaffnet. Jetzt brauche ich eigentlich gar nichts mehr in die Richtung, aber der ist immer noch sehr gefährlich. Mal versuchen. Schieß doch! Oh, ja. Keine Durchdringung. Nehmen wir einfach mal eine HE-Granate. Oh, der hat noch ein HP gerade gehabt. Was ist das denn? Ist da noch ein Leopard am Leben? Ist jetzt aber gerade nicht so wirklich dein Ernst, ne? Das bringt, glaube ich, keine Punkte, dadurch zu schießen, genau. Deswegen nicht. Doch! Hä? So ein Treffer? Bäm! Noch ein guter Treffer. Oh, das könnten wir sogar noch gewinnen, ey. Oh, das gewinnen wir halt noch. Ist nur noch die Paladin-Arti am Leben. Was mir da gerade einfällt, was man nebenbei machen kann. UI. Trefferdetails. Nicht verbergen, nicht verbergen. Annehmen. Bestätigen. Zack. So. Dann sehe ich nämlich wieder, wie viel Schaden ich gemacht habe. Oh, die Paladin. Der Paladin hat irgendwas gerade weggenascht. Ist ein bisschen uncool. Ist übrigens jetzt eine Sprengrakete, also. Eine thermobarische irgendwas. Ich glaube, das ist gar nicht so gut. Ich nehme mal doch lieber die. Rein vom Schadenswert her. Gucken, ob der XM6 den Paladin findet. Oder ob ich ihn zuerst finde. Ist immer noch so die Frage. Oh, ich habe sogar vom Paladin habe ich einen Hera-Geschoss abbekommen. 430. Also immer doof, wenn man das nicht anhat hier, dann weiß man nicht, von wem man beschossen wird. Also eigentlich ist es ein bisschen mäßig, dass es standardmäßig ausgeschaltet ist. Aber naja. Da ist der Paladin. Ich würde mal nicht ankeppen. Oh, er ist schon raus. Nice. Das war's. Runde mit dem T90MS. Schöner Panzer, macht viel Schaden. Selbst mit einem Standardgeschoss. 795. Interessant. Mal gucken, wo wir uns platzieren im Match. Auf welcher Stufe wir stehen. So. Ah, dritter Platz immerhin. 2376 Erfahrungspunkte, 4577 Schaden gemacht. Von der Performance her war das doch ganz gut. Aha. So, das haben wir alles geleistet. Ich würde sagen, dann machen wir auf jeden Fall noch eine zweite Runde mit dem T90MS. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, willkommen im zweiten Spiel. Und ja, irgendwie, als hätte ich es bestellt, nochmal Hafensturm. Yay, und zwar diesmal von der anderen Seite. Also, alles anders. Ich bin gerade im Überlegen gewesen, ob ich als ersten Schuss quasi eine Rakete nehme. Oder nicht. Wir machen es einfach mal. So, erster Schuss für eine Rakete. Okay. So. Ich weiß noch nicht, ob das so clever ist, dass ich hier oben lang fahre. Was wird sich zeigen? Hier ist man halt sehr, sehr anfällig gegenüber Artillerie. Ich muss aber hier auch schleunigst dann runterfahren. Ups. Genau das habe ich nämlich vermutet, dass das passiert. Autsch. Aber ich wollte hier hin.
Jetzt habe ich glatt. Ne, einen Treffer habe ich bekommen. Ich dachte, ich hätte schon zwei bekommen. Schade drum. Also, schade, dass ich einen Treffer bekommen habe. Nicht, dass schade, dass ich zwei Treffer bekommen habe. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube, die haben einen Paladin und eine Panzerwitze 2. Scheiße, ich muss aufpassen vor Arti. Keine Durchdringung. Schade. So ein Kettenschaden leider nur. Dafür aber kritisch. Und nochmal das Modul zerstört. Warum denn nicht? Darf ich jetzt eigentlich auch mal Schaden machen oder? Schaden heute ausverkauft. Das ist ein Challenger 1. Ja, Schaden ist ausverkauft. Ist heute nicht. Und obenrum scheine ich schon durch zu sein. Und gehen jetzt auf unsere Arti. Oh, guck mal, der T90MS. Der nimmt sich die jetzt vor. Dann gehen wir da auch mal drauf. Oh, nur kritischer Kettenschaden. Schon wieder kein Treffer. Was für ein Pech. So. Ich gehe erstmal auf den Neuner da. Däh, ich prall seitlich ab. An der Schürze. Untere Wanne. Feuerico. Jo, sorry, ich wollte dir nicht blockieren. Okay. Gut. Der hat einen Turm verloren. Fahren wir mal wieder hinten hin. Denn da gibt es einige Probleme. Allzu viel Schaden habe ich auch noch nicht, dummerweise. In der Fahrt ist das Teil hier irgendwie sau unpräzise, ne? Also der T90MS. Das ist noch ein Arite. Den können wir noch mitnehmen. Ist ja schließlich auch ein Achter. So. Oh, fahr doch nicht weg. Ist von Tal halt auch so hart, ne? Na komm. Ah. Ui, ui, ui. Der ist hin. Ich stehe hier gerade irgendwie ein bisschen falsch. Nein, ich habe vergessen, Autoreparatur reinzunehmen. Fuck, beziehungsweise das nachzuladen, ne? Wer hat denn... Ah, Panzerhaubitze. Dass ich die Ketten nicht repariert habe. Naja, das war eine mäßige Runde, aber ich glaube, das könnte sich vielleicht sogar noch ausgehen. Und ein Win werden. Ich habe übrigens gerade einen sehr hohen Ping, weil ich eben was runtergeladen habe, aber das macht sich hier relativ wenig bemerkbar, glücklicherweise. Beziehungsweise hat sich eben relativ wenig bemerkbar gemacht, aber nur falls irgendjemand nach oben rechts mal geschaut hat. Das vielleicht kurz zur Erklärung. Meine Leitung brennt manchmal ein bisschen. Das ist so als YouTuber. Leo2A6 holt er den T90 raus. Oh, der ist halt hart vorne, ne? Der T90 ist auch hart vorne. Sehr schön. Zwei Siege in einer Folge. Das ist ja mal
Ist ja mal was ganz Seltenes her. Am meisten Schaden hat mir tatsächlich die Panzerhaubitze gerade gemacht. Naja, gut. Aber wird trotzdem noch nennen, von den Punkten her werde ich irgendwo im Mittelfeld sein. Das ist noch okay. Ist noch akzeptabel. Schauen wir mal. Ah, das ist noch okay. Okay. Jo, naja, gut. Dann würde ich sagen, war's das für die Runde. Zwei Folgen mit dem T90 MS. Jetzt habt ihr den auch mal gesehen. Falls ihr einen bestimmten Panzer euch wünscht, dann schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann, euer Ryu. Tschüss.